Die deutsche Stahlindustrie befindet sich sehr im internationalen Wettbewerb. Wir haben eine hocheffiziente Stahlindustrie in Deutschland, die zu sehr, sehr günstigen Umweltbedingungen produziert. Die deutsche Stahlindustrie verbraucht pro Tonne im Durchschnitt 1600 Kilo CO2, während beispielsweise in China 2100 Kilo CO2 emittiert werden, also rund ein Drittel mehr. Das zeigt, wie gut deutsche Stahlindustrie aufgestellt ist, aber China hat momentan schon ein Anti-Dumping-Verfahren und wir sind im Wettbewerb mit den Chinesen nicht überlegen. Meiner Meinung nach müssen wir dafür sorgen, dass nach WTO-Regeln international dafür gesorgt wird, dass alle nach den gleichen Standards produzieren. Und dann ist die deutsche Stahlindustrie selbstverständlich auch wettbewerbsfähig.